und mich denn zu diesem Muster verstanden? Sind wir so geboren worden oder dazu geworden? Um ehrlich zu sein, wissen wir es nicht. Im Bruch gibt es noch viel mehr Welten. Athetos kam von einer, also haben wir dort angefangen. Ich bin in den Bruch hinein, wo ich von den Musterverstanden erfuhr. Spezielle Individuen, die die Realität nach ihrem Willen formen können. Mit einem speziellen Gerät, das wir Wahrsager nennen, suchten wir nach anderen Musterverstanden, die ihn aufhalten können. Wir haben nur dich gefunden auf deiner Welt, Erde, und dich extrahiert. Wir wissen genau, dass du ein Musterverstand bist, aber nicht warum. Wir hatten gehofft, du kannst es uns sagen. Leider nein, ich bin ganz normal. Und mir auch ziemlich sicher, dass in meiner DNS keine spezielle Geheimmagie am Arbeiten ist oder sowas. Habt ihr nicht was vergessen? Wir sind uns sicher, ungeachtet dessen geht es dir besser. Bruch, Fessler und Athetos sind in einem Aufzug über uns. Zerstöre ihn, wir kümmern uns um den Rest. Aber dort hineinzukommen wird Zeit brauchen. Und dann? Bist du fertig und wir senden dich zurück nach Hause. Okay, dann mache ich mich mal auf, den Zauberer zu entfernen. Zu treffen. Okay. Alter Schwede! Krass! Die Story! Wie heftig! Da ist er das selber! Oder wie? Was denn jetzt? Wo bin ich überhaupt? Gesundheitsknotenpunkt. Voll heftig. Echt jetzt? Was ist jetzt denn los? Krasse Scheiße. Ich finde das gerade voll krass. Das ist so richtig mein Fuck. Okay. Ja, schön. Gut, dass ich keinen Ton ver... Ach komm, leer war mir nicht voll. Scheißviecher. Wie heftig. Wie heftig. Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich hätte ganz gerne mal wieder einen Speicherpunkt. Ah, okay, guck mal an. Was ist das denn schon wieder? Okay, hier kommen wir jetzt in den Bossraum. Und da ist nichts. In den Bossraum gibt es einfach nicht mehr. Was wäre denn passiert, wenn wir nach rechts gegangen wären? Witzig. Ja, dachte ich auch Blankwolf, aber anscheinend irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Krass. Ich finde die Story echt gut, ey. Wieso sind hier auf einmal so viele Viecher? Leck mich! Nein! Boah, was? Ja, genau. Deine Mutter ist ein Murloc. Lass mich in Ruhe. Die Waffe geholt zu haben,
war eine der besten Ideen überhaupt. Okay, man kommt da trotzdem nicht durch. Jetzt frag mich mal... Jetzt, keine Ahnung. Okay, da komme ich also auch nicht rein. Da unten könnte es noch eine Tür geben, in die wir jetzt reinkommen. Eventuell... Ach, fick dich. Ja, wir warten mal ab. Oh. Erstmal gucken. Vielleicht ja doch. Siehste. Das geht auch wieder nicht. Okay, da haben wir was Neues. Das kann man bestimmt im Sprung nutzen. Trenchcoat, doppeltippen, um in jedwede Richtung zu teleportieren. Geil. Geil. Das heißt, wir können sogar nach unten teleportieren. Sogar im Sprung. Moment mal. Ja, klar! Ah, lol. Okay, nach oben ist ein bisschen schwierig. Okay. Kommt jetzt der Guide zum Speedfarm-Bild? Hä? Du meinst hier in dem Spiel? Nein, ich glaube nicht. Das ist ja geil. Da muss ich mir jetzt angewöhnen, mit dem Steuerkreuz zu spielen. Ist das cool? Okay, durch zwei geht nicht. LOL! Was? Wie krass wird er denn? Mach dich krass mit Daniel Aminati. Jetzt bei Axiom Verge. Krasse Scheiße. Richtig cooler Shit. Jetzt kann ich ausweichen, ja. Und die Frage ist... Ne, hier kann ich mich nicht runterporten. Was hat das mit dem Scheißding da auf sich? Muss ich den am Gehirn treffen? Okay, wir gehen nochmal hier weiter gucken. Okay, das geht auch nicht. Nee, ne? Ich mir auch nicht, aber jetzt...
Meister da drin, du. Hammer. Nee, aber echt. Das ist voll geil. Wieso bin ich hier nicht nach rechts gegangen? Oh nee, echt jetzt? Das alles? Ist natürlich die Frage. Ha! Ich bin der Beste und der Geilste. Oder auch nicht. Keine Ahnung, was da stand. Ist mir egal. Lol. Okay. Ich hab's geahnt. Und Moment mal. Es gab davon noch mehr Räume. Wo es so aussieht, als wenn man nicht weiter runterkommt. Oder hoch. Wir haben einiges zu tun in dem Spiel. Krass. Krass, ich hätte echt nicht gedacht, dass das nochmal so verfickt umfangreich wird. Es gibt hier so viele Gebiete. Wir sind gerade nur ins Startgebiet gegangen. Ne? Wir haben noch kein ein anderes Gebiet nochmal durchsucht. Das ist echt übel. Krass. Also ich muss sagen, ich bin immer wieder echt überrascht. Hammer. Ist das geil gemacht. Ich finde das richtig gut. Guck mal einer an. Ich fass es nicht. Ist ja cool. Ich will auch diesen Trenchcoat haben. Das sag ich dir, du. Das sag ich dir. Okay. Ich möchte trotzdem nochmal nach links gehen. Und möchte die alten Gebiete mal durchlaufen. Kennt ihr das, wenn ihr euren Katzen am liebsten mal den Hals umdrehen möchtet? Wenn die so arg rumnerven, weil die einfach scheiße sind. Das ist unglaublich. Also manchmal sind die echt... Der sitzt da jetzt seit ungefähr... Ich hoffe, man hört das im Let's Play nicht so laut, weil mir das echt... Okay. So, jetzt ist Ruhe. Okay, machen wir weiter. Wo sind wir jetzt? Sind wir da? Müssen da runter. Okay, da unten links ist auch noch ein Raum, wo man eventuell irgendwie noch was finden könnte. Nee, das hilft bei dem nicht. Der setzt sich dann einen Raum weiter. Wenn er ein Kissen an den Kopf gekriegt hat. Und macht das da weiter. Weil er sich dann sicher fühlt. Der kleine Wichser. Ist er. Mein Kater ist ein kleiner Wichser. Ist das Ding geil oder ist das geil? Hammer. Voll gut. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Kann ich mich damit eigentlich auch durch zwei porten? Ne, das geht nicht. Okay, das war's dann auch in dem Raum hier. Aber wir gehen mal weiter gucken.
Also ich hätte tatsächlich nicht so viele Gimmicks erwartet in dem Spiel. Wie einen Kletterhaken.